Ja, liebe Hörer, heute haben wir von Jungle Drum Radio mal richtig Glück gehabt, denn Freeman, der das Blog Alles Schall und Rauch betreibt und sich gerade die Winterspiele in Sotschi ansieht, der war gerade online, sodass wir ihn um ein kurzes Interview bitten konnten und er war auch so nett zuzusagen. Hier ist er also live vor Ort in Sotschi. Hallo Freeman. Ja, hallo aus den eigentlichen Sommerspielen, weil es ist hier ziemlich warm, hier unten am Meer in den letzten 2 Tagen wunderschöne Sonne. Wunderbar, dann fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Ja, so als ferner Zuschauer bekommt man ja so ein bisschen den Eindruck, dass die Stimmung in Sotschi wirklich riesig ist. Kannst du das so bestätigen? Ja, absolut. Also die hauptsächlich Russen, die hierher kommen, aber es sind von der ganzen Welt Zuschauer da. Die sind wirklich toll in Stimmung und überall wird gefeiert, wenn jemand, wenn ein Land seine Medaille gewonnen hat an dem Tag. Und es gibt auch viel Unterhaltung nebenbei und also und das Wetter trägt natürlich auch dazu bei, dass das alles toll ist und so. Nicht? Also ich muss sagen, ich kann nur bestätigen, dass es wirklich lustvolle Spiele sind, Spaß haben die Leute, gute Unterhaltung. Es funktioniert auch alles bestens. Zugleich sind allerdings immer mehr Menschen in Europa und besonders hier in Deutschland stinksauer auf unsere Mainstream-Medien wegen dieser bösartigen und einseitigen Berichterstattung im Vorfeld und auch jetzt noch. Jetzt haben natürlich viele Sorge, dass sich diese boshaften Gemeinheiten auch wirklich negativ auf die Spiele auswirken könnten. Ich hoffe, du kannst das nicht bestätigen. Ja, auf die Spiele werden sie sich nicht auswirken, aber es kann sich auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Denn ich meine, man muss ziemlich blöd sein. Ich habe ja in einem Bericht gezeigt, dass ja Volkswagen und auch Audi und andere deutsche Konzerne hier im Olympiapark große Pavillons haben und ihre Produkte zeigen, ja. Und da muss ich mich schon fragen, wie blöd sind eigentlich die deutschen Politiker und Medien, wenn sie so eine Politik fahren, aber gleichzeitig will man hier die deutschen Produkte verkaufen? Ja, nein, das ist doch irrsinnig. Das ist ziemlich dämlich. Und das erinnert auch so ein bisschen an die übliche Schubserei, bevor so eine richtige Prügelei losgeht. Deswegen frage ich mich, wollen die Europäer etwa Stress mit Russland? So dämlich können die doch auch nicht sein, oder? Ja, ich meine, ich glaube, das hat ja mit dieser allgemeinen im Westen antirussischen und überhaupt anti-immer chinesisch und was weiß ich, anti-Iran-Geschichte zu tun. Also alle Länder, die ja nicht Vasallen sind, nicht des NWO-Reichs, die werden halt dann schlecht gemacht. Ne? Und das gehört halt zu dieser Propaganda dazu, weil ich habe ja geschrieben, die Journalisten, die laufen regelrecht rum und suchen nach Problemen, nur sie finden keine. Oder wenn sie eine finden, dann sind das Lächerlichkeiten. Also wie wenn es am Berliner Flughafen keinen Pfusch am Bau gibt oder was, ja? Ja, genau das wollte ich gerade auch sagen, nämlich wir Deutschen, wir würden so ein Riesenprojekt gar nicht gestemmt kriegen. Wenn ich an den BER denke, wie du sagtest, oder Stuttgart 21, die Elbphilharmonie, also die Deutschen haben dreimal Grund, das Maul zu halten, auf gut Deutsch. Was hatte ich. Ja, würde ich auch sagen. Außerdem sollen Sie sich doch freuen. Jetzt stehen Sie an erster Stelle im Medaillenspiegel, haben 7 Goldmedaillen. Ich meine, das ist doch toll. Sollen Sie doch Freude haben. Ich meine, das ist immer diese allgemeine Einmischung in andere Länder, oder? Ich meine, was geht das irgendwen an, wie viel die Russen an Geld für Spiel ausgeben? Das geht Sie doch gar nichts an, ja? Andere geben 3 Billionen Dollar für Krieg aus. Da finde ich die 50 Milliarden sehr gut angelegt, muss ich Ja, und sagen. wir wissen ja mittlerweile durch eigene Zugabe, dass Amerika in der Ukraine wie viel 3 oder 5 Milliarden aufwendet, um dort die Regierung zu stürzen. Ja. Meine Frage, was hat dich denn ganz persönlich besonders beeindruckt an der ganzen Organisation, an den Menschen dort, an allem einfach? Ja, dass die innerhalb 0, nix, also innerhalb von 7 Jahren, das, was wir hier sehen, auf die Beine gestellt haben, das ist absolut beeindruckend, weil zum Beispiel dort, wo die alpinen Wettbewerbe stattfinden, in Rosa Kutor, da ging ja nicht mal eine Straße in dieses Tal rein
Und jetzt ist dort ein Riesen-Village, ein Wintersportort, ja, mit wunderschönen Hotels und irrsinnigen Bahnanlagen, die übrigens die Österreicher und die Schweizer gebaut haben. Und Siemens hat die ganzen Bahnstrecken und Züge geliefert. Nicht, also es haben ja irrsinnig viele westeuropäische Länder profitiert von diesen 50 Milliarden, ja. Ich meine, über das redet niemand, ja. So. Und dass die das alles auf die Beine gestellt haben und wie das toll organisiert ist und alles läuft am Schnürchen hier. Also ich habe noch nie irgendwo was gesehen, wo ich dachte, ja, das hat jetzt nicht geklappt, oder? Nee, überhaupt nicht. Wunderbar. Ich habe übrigens in deutsch-russischen Medien gelesen, dass die Geschäftsleute von Sotschi dazu verpflichtet worden seien, keine Fantasiepreise zu nehmen, sondern da noch in einem sagen wir mal, erträglichen Preisrahmen zu bleiben gegenüber den Besuchern. Nur die Konzerne, die da angereist sind, die können die Preise, also ja, die können Genau, Fantasiepreise. absolut richtig. Ich sage, diese Monopolkonzerne wie Coca-Cola und Nestle, ja, die ja in den Parks, in Olympia ihre ganzen Dreckzeug verkaufen, die haben natürlich Wahnsinnspreise, ja, und auch Schrott, was sie da anbieten. Aber außerhalb von dem Ganzen, praktisch in der normalen Welt, sind die Preise ganz, ganz human. Auch die Taxipreise, wenn ich so rumfahre. Also ich glaube, da ist extra gesagt worden, also Leute, übertreibt es nicht, gell? Ja, genauso wurde das in den Medien wiedergegeben, also in russischen, zum Beispiel Stimme Russlands. Ja, vielleicht noch schneller ein Wort zu den Olympioniken. Mischen die sich eigentlich auch mal ein bisschen unter das Volk oder feiern die ganz abgetrennt in ihrem olympischen Dorf? Also ich bin ja viel im Schweizer Haus, das ist sehr prominent gelegen. Ich habe von anderen Ländern überhaupt keine Häuser gesehen. Also ich habe nicht gesehen, wo ein deutsches Haus ist oder ein Österreicher Haus. Angeblich soll es das geben, aber ich habe es nicht gefunden. Und ich bin sehr oft im Schweizer Haus und da kommen die ganzen Sportler vorbei und freuen sich und zeigen ihre Medaillen. Außerdem ist ja das Schweizer Fernsehen, hat seine Studios im Schweizer Haus und dann kommen die natürlich vorbei für die Interviews und so. Und ich habe ja auch gezeigt in meinem letzten Bericht, der die Halfpipe gewonnen hat, der hat ja, war ja auch da und hat sich mit den Fans zusammengesetzt. Man kann mit ihnen Bier trinken und so weiter. Ja, also, und ich sehe das auch bei anderen, die rumlaufen und sich unter die Leute mischen, gefotografiert werden und all so Sachen. Ach, das klingt alles wirklich schön. Das finde ich klasse. Vielleicht wäre es ja noch so nett, uns am Ende des Interviews noch ein Schlusswort zu gönnen. Ja, ich kann nur eins sagen, glaubt diesen ganzen Mist, der teilweise kommt, überhaupt nicht. Ich meine, ich habe zum Beispiel, gab es ja diese Riesenstory über die Töten von Hunden, ja. Und was war? Ich komme nach Sotschi und sehe, wie da die Hunde rumlaufen und einfach so auf der Straße liegen und sich sonnen in der schönen Abendsonne. Also es ist überhaupt nicht wahr, dass die da radikal eingesammelt oder getötet wurden. Ja, ich habe ja sogar Fotos gezeigt von den Hunden, ja, und so weiter. Also da laufen so viele Gerüchte rum, die überhaupt nicht stimmen, ja, und ich würde dem ganzen Mist nicht glauben. Ich meine, ich bin hier, ich sehe das und ich kann nur eins sagen, ich freue mich für die Russen, dass die das auf die Beine gestellt haben. Man darf ja nicht vergessen, 1972, wo die Olympiade in München war, diese Olympiade hat ja den Münchnern auch eine riesentolle Infrastruktur geschenkt, nämlich die U- und S-Bahn, die gab es vorher nicht, die wurde extra für die Olympiade gebaut, plus das Olympiastadion und, ja. Und genauso ist es hier. Ich meine, diese Investitionen, die sind natürlich für eine lange Zeit, ja. Und ich finde es schade, es hätten eigentlich mehr Leute kommen sollen und sich das anschauen und selber überzeugen sollen. Obwohl ich treffe überall Österreicher, Schweizer, Deutsche, was weiß ich, Amerikaner aus allen möglichen Ländern sind sie da und freuen sich und machen das. Wunderbar. Dann wünsche ich dir von Herzen weiterhin viel Spaß, Freude, viele Schweizer Medaillen und vielen, vielen Dank für das Interview, Freddy.
Ja, genau, wir sind ja angeblich jetzt, ja doch, ich gucke gerade, wir sind an zweiter Stelle hinter Deutschland mit 5 Medaillen. Ich meine, ich will das ja nicht als Wettbewerb zeigen, aber es freut mich trotzdem, wenn die Schweiz da als kleines Land auch ein paar Medaillen kriegt und so, nicht? Ach. Ich wünsche aber auch den Russen, dass sie was gewinnen, weil schließlich sind sie die Leute, die das Ganze hier veranstalten. Und ich kann nur eins sagen, setzt euch ins Flugzeug, ich bin über Istanbul gekommen, ruckzuck Istanbul, dann Istanbul nach Sotschi. Es ist ja jetzt ein ganz Jahresferienort geworden durch diese Eröffnung der Berge mit den Skiresorts und so weiter. Man kann also hier im Sommer im Schwarzen Meer sein, im Winter Skifahren und was weiß ich alles in den Bergen machen. Also es lohnt sich echt, mal hierher zu kommen. Alles klar. Vielen Dank nochmals.